Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal Jeder Kocht. Mein Name ist Daniel und es ist nicht nur irgendein Let's Play, es ist mittlerweile das 10. Und ich würde sagen, ihr kennt es, wir starten einfach mal ins Spiel und schauen, was wir heute machen können, um unser Restaurant an die Spitze der Küchencharts zu katapultieren. So, es gibt jetzt die Wahl zwischen klassischer Modus, klassisches Gameplay ohne jegliche Änderung, oder den entspannten Modus, ein Modus ohne Zeitlimits für die Zubereitung. Klingt verlockend, aber wir brauchen den Druck, glaube ich. Unser Projekt lebt von Druck. So, mal gucken, wie war denn das hier? WASD, ne? Ganz genau. Ich habe ins Licht geguckt. So, mal gucken, ob alle da ist. Sieht alles auch ordentlich aus. Wir haben das alles ordentlich hinterlassen. Was ist das? Rote Beete. Kürbis. Mhm, Teller ist klar. Hier haben wir ein paar Kräuter. Boden sieht auch sauber aus. Guck mal hier, die Kräuter hätten wir letztes Mal schön... Oh Gott, ist umgedreht. Könnt ihr das umdrehen? Nö. Umgedreht. Mag ich nämlich in meiner Küche auch immer so. Schön. So, ein paar Kräuter. Machen wir mal die ein bisschen ordentlich. Wir brauchen ja das öfter. Oh, da hat aber ein bisschen Schimmel. Ja, was haben wir hier? Thymian brauchen wir auch nicht so oft, glaube ich. Den Dill packen wir mal hier hin. Upsi! Dill und Meerrettich. So, was haben wir hier? Hühnerbouillon-Troppen. Die stellen wir mal hier mit dazu. Können wir die auch da oben hinstellen? Ah ja, guck mal. Saure Sahne. Die ist bestimmt wirklich sauer. Die letzte Mal in den Kühlschrank gestellt. Machen wir das Sonnenblumenöl auch mit dazu. Schön. Das sieht ja alles ordentlich aus. So, machen wir einmal da hinten Wischi-Wischi. Ah ne, warte, ich muss, glaube ich, E, ne? E für reinigen. Wer kennt's nicht? So. Das haben wir sauber gemacht. Dann würde ich sagen, waschen wir uns einmal die Hände. Ne, ganz klassisch. Und es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass man das 30 Sekunden tut. So. Einmal auch zwischen den Fingern. Wichtig ist, dass man das Wasser dabei laufen lässt. Ne? So, einmal nochmal drunter. So. Wo ist mein Tuschong? Ich glaube, hier gibt es ja keinen Tuschong, ne? Trocken. So. Vorbereitungsphase weitestgehend abgeschlossen. Wir haben noch 2 Minuten, um doselig zu quatschen. Hatten wir letztes Mal nicht noch einen weiteren Pokal bekommen? Hatten wir nicht. Dann nicht. So, hier geht's zu den Gästen. Da wollen wir nicht hin. Denn wir sind Köche, wir verstecken uns hinten. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit unserem neuen Tag. Ja. Servierphase überspringen. Hä? Was soll ich denn jetzt servieren? Oh ja. Eine Bestellung. Wir haben einen Lachs und ein paar Kartoffeln. Das letzte Let's Play ist ein bisschen her. Ich muss mich ja wieder ganz kurz ein bisschen reinlesen. Wir wollen Kartoffeln kochen. Ne? Das machen wir in ein bisschen Wasser. Und dazu machen wir in eine Pfanne das Lachsfilet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Wassertopf an. Ach, wisst ihr, jede neue Folge ist wie so jedes Mal neu starten ins Spiel. Ich habe jetzt bestimmt wieder irgendwelche Fehler gemacht. Tada! Ein bisschen Salz. Wie viel? 200 Gramm. Menge zu. 10. 1, 2. Okay. Ich hätte das ruhig nochmal machen können. Und dann machen wir da 300 Gramm Kartoffeln rein. So eine Kartoffel. 300 Gramm Kartoffeln. Die kommen hier hin. Dann haben wir hier Sonnenblumenöl.
10 Milliliter. Und das Lachfilet. War doch was, ne? Mit den verfluchten Fischen. Die fliegen doch immer weg. Das sind immer Flugfische. Oh, mal ein bisschen hochscrollen. Würzen mit 5 Gramm Salz und 5 Gramm Pfeffer. Das machen wir auch alles einseitig. Menge zu 10 ändern. Das heißt, wir haben bereits 5 Gramm, ne? Genau. Salz und Pfeffer. So. Sechzig Sekunden und die Kartoffeln 120, ne? Super. Zack. So, dann machen wir den Timer auf 60, 10. Und dit. So, dann brauchen wir den Pfannenwender gleich. Jetzt hier mal so einen quadratischen Teller heute. Soll ja auch ein bisschen neckig sein. Teller. Ach, in dem Tempo könnte jetzt eigentlich auch weitergehen, so, ne? So 60 Sekunden auf jeder Seite, ne? Genau, dann sind auch gleichzeitig dann die Kartoffeln fertig, wenn wir das richtig eingerichtet haben. So ist es ein, das ist, glaube ich, eher so ein leichtes Gericht, glaube ich, ne? Auf dem Teller servieren. Machen wir noch ein bisschen Petersilie drauf? Nö. Ach ja. Entspannt zum Einstieg, ne? Wieder nicht los. Zack, zack, zack. Entspannt heute. Ich glaube, wir haben schon den Perk, dass wir heiße Sachen anfassen können, ne? Serviere mindestens 4 Gerichte müssen wir. Siehst du übrigens hier unten, ne? Da sieht man das? Da steht das. Daily Quest quasi, ne? Super. Ich habe gar nichts zu erzählen heute. Mir geht's gut? Wie geht's euch? Gut. So, 13. Gucken wir mal den nach dem Fisch. Man braucht noch einen Moment. Kartoffel. Sieht gut aus. Das war jetzt bestimmt wieder zu früh, ne? Oh, der Fisch ist drauf. Machen wir gleich ein schönes Bild. So. Ich richte meine Bilder ja immer so ein bisschen so an, dass quasi auf der linken Seite unten rechts dann quasi das Essen ist und rechts dann quasi unsere Gesichter zu sehen sind. Kameraschwenkung. Oh no. Das wollte ich nicht. Ich würde mich ganz gern so ein bisschen im Raum drehen. Nee, geht nicht. Das muss immer in der Mitte stehen, das Bild. Das hier geht noch ein bisschen raus, dann können wir nachher ein bisschen reinzoomen. So, E für Foto. Speichern. So. Zurück und anrichten. Ja. Der Klingeln ist ganz normal. Gucke mal, 5 Sterne. Das kleine Ding übersehen wir hier einfach mal. Was sagt er denn? Technik. Siehst du? Ein Ticken. Ticken hätte er noch gekonnt. Okidoki. Machen wir schnell das Gebimsel aus. So. Machen wir erstmal auch die Pfanne hier wieder aus. Bestellung Kartoffeln. So, wir nehmen Schweinekoteletts. Dann brauchen wir Kartoffeln in Stücken Backblech. Zack. Wie viele Kartoffeln?
Nimm Kartoffel 300 Gramm, das sind doch wieder zwei. Dum, da, da, dum, dum. Schöne Scheiben raus. Zack. Messer kommt dahin. Das ist so eine Arbeit. Das sollte jetzt kein anderes Gericht bitte kommen. Ach guck mal, jetzt hat er sich wieder umgedreht. So. Dann machen wir hier noch ein paar schöne Scheibchen raus. Schön. Wieder umgedreht. So, würzen mit Salz. Ich hätte erst salzen sollen. Alles klar. Mit 50 Gramm. Menge zu 10. 1, 2, 3, 4, 5. Das gemacht? Ich höre nichts. Das ist bestimmt hart salzig. Hört ihr was? Nö. Das ist bestimmt ein bisschen, bisschen salzig. Kartoffel, Salz, 2 Gramm. Ach, das sind noch die Reste vom Vorgang. Das ist ja doch. Ich dachte, das geht nicht. 80 Sekunden. Das heißt, wir packen den schon mal in den Ofen rein. Machen hier schon mal die Klappe zu. So, Kotelett. Sonnenblumenöl 30 Milliliter. Ach, wir machen das heute auch tierisch entspannt, oder? Schmeckt jetzt vielleicht ein bisschen nach Fisch? Oh, guck mal, eine Kartoffel. Würde die gerne dazu packen. Darf ich nicht. Okay. Habt ihr das gehört? Die Kartoffel ist weggeflogen. Okay. 4 Gramm Salz, 4 Gramm Pfeffer. In 1, 2, 3, 4. Oder heißt es vielleicht, dass das Salz leer war? Oh, ich glaube, das Salz ist leer. Steht da was drauf? 0 Gramm drinne. Ach, guck mal, das Salz war leer. Das ist ja gar nicht unendlich. Kaufen. Wir kaufen Salz. Hier ist aber Achterbahn. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Das schmeißen wir hier weg. Zack. Dann haben wir unsere Kartoffelis. Einmal hat er davon geshakt, ne? Und wir wollten 50. Oh. Naja, gut, dass wir da nochmal geguckt haben. Dann sollte das einfach reichen. Dann sollte das reichen. So ein bisschen Dill machen wir da noch drauf. Ich tue ja einfach so, als hätte ich den ganzen Tag Zeit. Geil. 4 Minuten. Just in time. 6 Gramm Thymian machen wir da noch drauf. Das ist heute der erste Tag, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt jetzt 90 Sekunden lang in eine Pfanne. E für Zeit, ganz klar. 30, 90 und an damit. Zack. Kotelett. Und nachher noch was dazu. Die Kartoffeln, 80 Sekunden.
einzelnen Teller heiß servieren. Dann nehmen wir mal jetzt einen schönen runden. Den größten, den man kriegen kann. So. Bisschen viel Öl, ne? Ist ja nicht. So. Ein bisschen umschauen. Ist wirklich ruhig heute. Guck mal, ist doch dunkel. Ordnung machen. Was ist denn hier drin? Oh, eine Kartoffel! Ist die eklig. Aber wann ist die? Und hier? So, 12 Sekunden haben wir noch. Quasi einfach nur neu gestellt. Jetzt drehen wir das Kotelett hier mal um. Zack. Und dann machen wir gleich den Ofen an. So, und wenn jetzt das Kotelett nämlich fertig ist, dann sind auch die Kartoffeln fertig. Ne? 90 und 80. Okay. So, wir haben jetzt einen Lachs und einen Fisch angefasst. Vielleicht waschen wir uns einfach nochmal die Hände. Immer einmal zu viel Hände waschen als zu wenig, ne? Bitte. Können wir unseren Preis da hochstellen? Ich würde den gerne da hochstellen. Bitte. Okay. Werfen kann er nicht. Alles klar. Gut, ich dachte, wir können ihn da schön drapieren. Da sieht es ja auch schön aus. So. Was sagst du? Ja, eine Mühe. Wo ist mein Teller? Da. Dann lass mal das Ding aus. Der Rest ist jetzt eh Zeitgefühl. Na? Heute haben wir Schweinekotelett in Kartoffeln beerdigt. Entschuldige für alle Franzosen da draußen, die sich jetzt durch meinen gefakten Akzent angegriffen fühlen. Gericht servieren. Just in time und wunderschön. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen Rosmarin hier oben drauf. Geschmack? Sage mal. Technik. Schlecht. Ja, aber ich durfte doch nur. Okay. Vielen Dank. Nächstes, bitte. Wir machen hier einmal kurz die Pfanne sauber. Weil jetzt wird's eklig. So. So. Zack. Da ist auch noch was drauf. Kann ich da noch? So kann man die Sachen sauber machen. Interessant. Da ist auch noch was drauf. Guck mal. Das ist quasi unsere Spülmaschine. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt den Kürbis eigentlich. Den machen wir, glaube ich, in der Paella-Pfanne, ne? Sonnenblumenöl 15 und die Schenkel. Oh, da haben wir schon wieder so viel scheiß Kürbis. Ne? Was mache ich denn damit? Ein bisschen viel Öl. Das ist mein Punktabzug, ne? Schnell muss man schnell den Kürbis. 5 Kilo. Meine Fresse. Wie viel brauchen wir davon? 300 Gramm.
300 Gramm. Ja, die Hälfte. 250. Ich glaube, ich mache das jedes Mal so, ne? 125. Ja, oh, bin ich gut. Kürbis. Kürbis. 125. Ja, das ist schon nicht die Hälfte, ne? Ich weiß nicht, was er jetzt hier draus schneidet. Machen wir mal ins Blaue. 350, 4, 2, 2, 350. Dich nehmen wir. Da bauen wir einfach einen schönen Turm draus. So, dann machen wir aus dem Kürbis in Stücke. 50 Gramm Stücke. Das heißt, 7 Stücke sollten wir da draus kriegen. Ich das schon mal gemacht habe? Ich bin mir nicht sicher. Hä? Ne, warte. Das sollen ja ungefähr 50 Gramm werden. 35. 77. Meine Güte. Das sollte ungefähr hinkommen, ne? So, jetzt nehmen wir einfach das kleine Stück. Das sind 30. Das nehmen wir weg. Und dann müssten wir ungefähr bei der Menge sein. Ungefähr. Okay. So. Kürbis schneiden. Wir wollen zuerst den Hähnchenschenkel 20 Sekunden lang braten. Hähnchenschenkel. Paellapfanne. An. Sekunden. Kürbis schneiden und in die Pfanne dazugeben. 100 Sekunden lang braten. Und dann alles auf den Teller geben. Mal tiefen Teller. Ich bin mit diesem Gericht nicht so wirklich glücklich. Oh, das war schon 20 Sekunden. Ah, wir haben schon Kurs verloren. Panik. Wie lange? 100 Sekunden. Ja, passt. Keine Ahnung, wo das Stück ein bisschen geflogen ist. Da! Zwei Stücken gleich. Das ist ja nur die Schale. Und wo sind die Tupperboxen? Wir haben zu Hause so viele schöne Tupperboxen. Ich bringe mal ein paar mit zur Arbeit. Also wenn wir weiter so schnell sind, wird das hier nicht mit den vier Gerichten, ne? Wie spät ist denn das? Das ist schon fast Feierabend. Wir werden es jetzt so machen, dass wir die Sachen einzeln rauspicken, auf unseren Teller geben und dann den Sud oben drüber gießen. Oh, das geht, wenn ich was in der Hand habe. Cool. Ach, das macht so vieles einfacher.
Hey! Warum fällt denn das ganze Zeug runter? Oh no, der Teller ist zu klein. Schale einfach nur dabei ist. Ist jetzt der Sud mit drauf? Sieht nicht so aus, ne? Oh, das gibt's doch. Das geht auf die Fresse. Ich sehe das schon. Okay. Der Gast ist zufrieden. Fehlendes Produkt. Ja, der Sud ist weg. Schlechte Schneidetechnik. Ja, aber bitte. Zu viel Öl. Oh, dann hätten wir auch besser machen können. Sobald du fertig bist, schließen wir für heute Abend. Keine neue Bestellung mehr. Schade, ich war wirklich zu langsam. Sonst hätte ich das vierte Gericht noch geschafft. Wir räumen jetzt noch ein bisschen zusammen auf und dann gucken wir mal weiter. Machen wir das erstmal hier alles ordentlich. Ich habe jetzt gerade den Paillettopf weggeschmissen. Ey! Gib mir den zurück! Paillettopf ist weg. Ich dachte, da ist Müll drinne. Kaufen. Muss man da sauber machen. Hat er gerade benutzt? Teller. Ein Teller behalten wir fürs nächste Mal. Das sieht gut aus. So, die Gewürze drapieren wir jetzt mal hier schön ordentlich hin. Chili. Kraut machen wir dahin. Dann war das Meerrettich. Und noch ein Kraut. Das mache ich auch gefühlt jede Folge, ne? Schön. So, was kann ich denn jetzt mit dem Kürbis machen? Kann ich den verkaufen vielleicht? Nee. Erweitere Steuerung. Shift. Fallen lassen. Vertikal bewegen. Okay, cool. Nein. Ich wollte ihn. Den nehme ich einfach mit nach Hause und serviere ihn meinen Kindern. So. Messer. Kommt hier schon wieder einen schönen Block. So. Das Schneidebrett ist sauber. Das ist sauber. Das ist sauber. Der Boden sieht auch gut aus. Waschen wir uns nochmal die Hände. Ich glaube, das ist die Folge des Händewaschens. Ne? So. Ein bisschen schneller. Wir haben ja eh Feierabend. Nochmal ihn für das Rohr. Zack. Da. Da kann ich hier liegen bleiben. So, ja, fertig. Machen wir Feierabend. Entspannte Folge heute. Mit 30 Minuten. So just in time, oder? Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Wir können auch mal gucken, was heute so passiert ist. Rum. Ja, sind wir gut dran. Ne? Kochpunkte haben wir auch hier gemacht. Drei Bestellungen. Ausgaben. 193 Einnahmen, 135, davon 21 Euro Trinkgeld, also mit Trinkgeld. Gesamt haben wir sogar verkackt. Wenn ihr weiter seht, können wir den Laden zumachen. Gibt es eigentlich eine Tabelle für die ganzen Einnahmen, damit wir mal wissen, was unser Projekt bis jetzt gekostet hat? Wir werden morgen von unserem Restaurantkritiker gesucht. Besucht, nicht gesucht, der weiß ja, wo wir sind. Schön. Nächsten Tag beginnen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir gerne in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Hattet euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Wir sehen uns dann nächsten Monat, nächste Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wünsche euch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.